Hey Freunde, willkommen zum heutigen Video. Heute ist mal ein etwas anderes Video dran. Und zwar dachte ich mir, ich unterstütze einen Shop in meiner Nähe. Wir haben ja die Möglichkeit durch den Paragraph 27, obwohl es ein Überlassungsverbot gibt für den Normalbürger an Silvester, können wir trotzdem als Scheininhaber Shops unterstützen. Und das werde ich jetzt auch machen. Wir werden nach Zündidee fahren. Also ich und noch ein anderer Scheininhaber, der auch immer Silvester bei mir dabei ist, den habt ihr schon ein paar Mal gesehen, den David. Pyroplosion wollte auch noch mitkommen, aber der kann jetzt gerade leider nicht, weil der auf seine kleine Tochter aufpassen muss und weil die ist ein bisschen kränklich. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, wir werden auf jeden Fall Zündidee unterstützen mit dem Geld, was normalerweise zur Einkaufstour zur Verfügung steht. Das wären immer so 300 bis 500 Euro. Die haben wir schon bei Zündidee vorbestellt, zumindest ein Teil, und den Rest werden wir nochmal sehen. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen, das ist sozusagen die Einkaufstour 2.0 Unterstützung. Auch wenn es nur ein bisschen ist, trotzdem hilft es zum Beispiel auch kleinen Shops. Zündidee ist noch ein kleiner Shop, ich kenne den jetzt schon 7 Jahre. Ich mache kostenlos Werbung für sie, ich mag den Shop, ich mag den Inhaber. Er hat mir damals auch geholfen, zum Beispiel mit dem Paragraph 27, da bin ich heute noch sehr dankbar. Und wie gesagt, ein paar Sachen hat er mir damals so erklärt, wie es abläuft, was man machen muss. Für die Leute, die es nicht wissen, Paragraph 22, ich denke mal, das wird jetzt jeder wissen, aber trotzdem für euch zur Information, Paragraph 22 wurde geändert. Ihr könnt das ja gerne mal online nachlesen, aber ich lese es euch kurz vor. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen dem Verbraucher im Jahr 2020 nicht und in anderen Jahren nur in der Zeit vom 29. bis 31. Dezember überlassen werden. Sprich, es darf keiner Feuerwerk kaufen, es darf keiner Feuerwerk verkaufen an den normalen Bürger. So, das war der erste Satz des Paragraphen 22, erste Sprengung V, also Verordnung. Satz 1 gilt nicht für Verbraucher, die eine Erlaubnis nach Paragraph 7 oder 27 oder einen Befehlungsschein nach Paragraph 20 des Gesetzes haben. So, das heißt, ich habe einen Paragraph 27, ich darf noch kaufen, ich darf noch erhalten, ich darf noch. So, wie es bei euch aussieht, ist natürlich klar, normal Bürger ohne Schein dürfen nicht. Theoretisch dürfte selbst Gewerbe nicht. Gewerbe ist ja dazu da, dass jemand sagt, okay, ich kaufe Feuerwerk für mein Gewerbe. Ja, sag mal, ihr habt eine Gastronomie, ihr macht zu Silvester ein Feuerwerk, ein öffentliches. So, ist dieses Jahr nicht gestattet, öffentliche Feuerwerke generell nicht. Das wäre ein öffentliches Feuerwerk. Sprich, als Gastronomiebetreiber dürftest du gar nicht das Feuerwerk kaufen. Theoretisch. Normalerweise ist es erlaubt, dieses Jahr ist es eine Grauzone. Also von daher, die Befehlungsscheine und die Erlaubnisscheine dürfen immer kaufen. Gewerbetreibende ist so eine Grauzone, sage ich jetzt mal. Genug gelabert, wir machen jetzt los. Ich filme euch ein bisschen so den Weg und so und habt ihr nicht gesehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich draußen und vielleicht kriegen wir Björn noch vor die Linse. Vielleicht kann er noch mal was zu dem Thema sagen, wie es ihm gerade ergeht oder was los ist. Wenn nicht, dann hat er keine Zeit gehabt. Also seht das nicht falsch. Die haben natürlich jetzt auch sehr viel zu tun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Oh, ich muss mal danken. M. Hier, guckt mal, das ist ein Tofu. Da steht Tofu. Koko Tofu. 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 Koko Tofu. Tofu. Ja, also wir sind auf dem Weg nach Zündidee. Wir sind so, denke ich mal, 10 bis 20 Minuten da. Ich melde mich dann, wenn wir da sind. Tofu! Tofu! No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Kofferraum und schmeißen die Böller raus. Ach nee, das ist eine Funknachricht hier. So. So Freunde, wir sind bei Zündidee gewesen, wir haben unsere Bestellung abgeholt, wir haben ja wie gesagt den Paragraph 27, was uns das noch erlaubt. Der Chef war persönlich nicht da, also Björn, und wir haben es einfach nur abgeholt, deswegen kam er leider nicht vor der Linse. Was hier alles genau drin ist, zeige ich euch nochmal zu Hause in Ruhe. Also wie gesagt, ein paar Neuheiten, die Bang & Scream, die Delta Fire, ein paar Batterien,
Moskitos, Vulkane, sowas halt, wa? Also, wir fahren dann zurück und wir sehen uns dann wieder, wenn wir, also wenn ich zu Hause bin, wa? Also Freunde, bis später. So Freunde, wir sind wieder zurück von der sogenannten Einkaufstour. Wir haben ja, wie gesagt, Zündi, die ein bisschen unterstützen wollen, und wir haben ja den Paragraph 27, deswegen erlaubt es uns, nochmal Feuerwerk zu kaufen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das Geld für die Einkaufstour investiere ich bei Zündidee. Ja, wir fangen einfach mal an. Also ich zeige euch einfach mal die Artikel, die wir jetzt noch geholt haben. Wir haben hier eine Red Tears, die haben wir insgesamt zweimal von Nico. Kennt, denke ich mal, auch schon jeder. Wir haben dann noch eine Lemon Dahlia geholt, auch von Nico. Wir haben die neuen Raketen, und zwar die Delta Fire. Wir machen mal kurz die zuerst, die rutschen schon weg. Das sind die neuen Bang & Scream Raketen von Nico. Die sind komplett plastikfrei, also die Rakete an sich. Natürlich ist das hier Plastik. Keine Plastikkappen, gar nichts. Ja, und preislich, weiß ich gerade nicht. Ich glaube 15, 16 Euro haben wir bezahlt. Dann haben wir hier Raketen, die komplett plastikfrei sind. Das sind die Delta Fire Raketen. Ja, das ist ein riesengroßer Karton, muss man mal sagen. Ja, die Lichtverhältnisse sind gerade nicht so toll, aber besser wie nichts. Das sind die R10-200, sind wie gesagt komplett plastikfrei, alles in Papier. Auch die Hülsen, also die Köpfe. Dann machen wir hier weiter, das sind zwei VEs, die hier stehen. Und zwar sind hier jeweils 30 Knallketten dran drin. Ihr fragt euch jetzt, was willst du mit so Fülle? Ja, ich habe sie einfach mitgenommen, waren im Angebot. 79 Cent eine Knallkette, die kennt ihr schon von mir, die sehen so aus. Ja, also die von Nico natürlich. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt, ich nehme 30 Stück. Dann habe ich gesehen, 30 Stück ist eine VE. Und ja, dann habe ich mir gedacht, 30 Stück, eine VE, nimmst du dir gleich noch eine mit. Also haben wir zwei VEs, also 60 Knallketten. So, komm auch mal meine Seite packen hier, da haben wir ein bisschen Platz. So, und dann haben wir hier noch Mischkartons. Hier ist noch alles so drin, was so bestellbar war. Wir haben hier eine, jetzt muss ich gleich mal gucken, eine Skull & Bones von Klasik. Ja, eine 16-Schuss-Batterie. Kostet, glaube ich, 15 Euro habe ich bezahlt. Die haben wir noch geholt. Dann haben wir hier noch die zweite Red Tears von Nico. Dann haben wir hier Vulkane noch, und zwar die von Leslie, die Cone of Crackling. Da haben wir insgesamt drei Stück. Ja, einfach mitgenommen, Vulkane kann man immer mal haben, vor allen Dingen Crackling-Vulkane. Was schönes Lautes, was ein bisschen Krach macht. Also hier sind jetzt zwei Stück drin gewesen. Hier ist noch einer drin. Dann haben wir insgesamt drei Stück. So, und zum Schluss, zu guter Letzt, sind hier bloß noch 20 mal Moskitos drin. Ja, also die kennt, denke ich mal, auch jeder. Die brauche ich jetzt, denke ich mal, nicht rausholen. So. Und der letzte Karton. Da haben wir hier auch wieder ein paar neue Sachen. Und zwar haben wir hier die Blitzis. Das sind Bombenrohre mit Tieftonheuler. Ja. Dachte ich mir, nehme ich mal mit, kann man mal testen. Ne? Dann haben wir noch insgesamt fünfmal den Meteorschlag. Wie gesagt, das ist ja mein Silvesterböller Must-Have. Für 2,50 das Paket. Es sind 10 Böller drin. Wir haben halt einen schönen Pfeifton und einen Knallton und eine Bengalflamme. Komm her, hier, letzte Ding hier. So, wie gesagt, fünfmal davon. Ja, sind halt schöne Knaller, kann man ruhig mal haben. Wer sie noch nicht gesehen hat, das Video kam erst vor kurzem online. Dann haben wir hier noch die Sonderedition der Knisterteufel. Ja, also hier sind Gold, Grün und was war's? Rote Sterne drin von Lone Star. Dann haben wir hier noch die letzte Red Dahlia. Also ich versuche immer zwei verschiedene Batterien gleichzeitig zu schießen für den Effekt. Zusammen mit der Red Tears natürlich. Deswegen sind jetzt viermal die da. Dann haben wir hier noch ein Katan Deberler Schinken. Ja, einfach mal mitgenommen. Eigentlich wollte ich keine mehr, also keine Schinken, aber ja, zur Unterstützung holen wir einfach mal das, was da ist. Und das war nun mal alles noch da. Und da sage ich natürlich nicht nein. So, dann haben wir hier noch die Slob, oder wie das Ding heißt.
Hier steht Bed.org. Was ist es denn nun? Ja, ein Slober, denke ich jetzt mal. Auch wieder eine 16-Schuss-Batterie wie die Skull & Bones. Ja, ist natürlich auch wieder F2. Also alles, was hier ist, ist F2. Preislich auch wieder 14,99. Ja. Dann haben wir hier noch zwei Batterien drin. Und dann war es das auch eigentlich schon. Jetzt haben wir hier noch die Fatum. Ja, von Triplex. Fatum 25 Schuss. Hatte ich persönlich noch nicht. Hab's aber schon bei Vorschießen gesehen und ist wirklich sehr schön. Kostet jetzt hier, steht drauf, 25 Euro. Ja, ist halt Geschmackssache. Ne? Und zu guter Letzt, die kostet glaube ich auch 30 oder 25 Euro. Die Sun Shower. Eine wirklich schöne goldene Batterie von Nico. Ich habe sie letztens bei Fireworks and Balloons gesehen. Nee, andersrum, bei Pyro News, sowas. Und die hat mich so überzeugt, dass ich mir gesagt habe, okay, die nimmst du einfach noch mit. Ja, dann würde ich mal sagen, war es das hier auch schon von dieser Einkaufstour 2.0. Dieser Corona-Einkaufstour, wie man auch immer dazu sagen möchte. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich mit diesen Worten. Macht das Beste draus, zündet Reste, seid verantwortungsvoll und wir sehen uns dann im nächsten Jahr mit alter Frische wieder. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal.